Rede beitragen. Liebe Freundinnen und Freunde, war das nicht eben eine Rede eines angemessenen künftigen Landwirtschaftsministers? Einen besseren könnte es wohl nicht geben. Wenn wir in diesem Jahr das Europäische Parlament für die nächste Legislaturperiode wählen, dann sollten wir unseren Urnengang auch stellvertretend und ich sag mal in einer Art von Generalverantwortung antreten. Auch für diejenigen, die keine oder eine bislang viel zu schwache Lobby in diesem Europa, ganz besonders in diesem Deutschland haben und die heute eindrucksvoll von allen, die bei dieser Demonstration dabei sind, Unterstützung erfahren. Es sind die Menschen, die in den verbliebenen kleinen und mittleren und ökologischen Betrieben in bäuerlicher Landwirtschaft arbeiten, verbunden mit ihrem Land. Es sind aber auch die Menschen, die in beispielloser Weise ausgebeutet werden. Und es sind natürlich Feldlerche, Rebhuhn, Steinhummel, Libelle und Co., die in immer stärker ausgeräumten Landschaften keinen Lebensraum mehr finden. Und es sind die Verbraucherinnen und Verbraucher, denen Sortenvielfalt zugunsten eines Discounter durchsetzten Einheitspreis verloren geht. Wenn es mit der Intensivierung der Agrarwirtschaft in diesem Tempo weitergeht und Erwachsen und Weichen zu traurigen und sowohl Agrarstruktur als auch Biotope niedermachenden allgegenwärtigen Doktrin wird, werden der Kiebitz, der Star, der Brachvogel, so mancher Falter und so manche Pflanze in wenigen Jahren nur noch im Heimatmuseum zu finden sein. Und mit ihnen wird Landschaft, wird auch Ästhetik, wird auch Lebensqualität auf der Strecke bleiben, wird das Höfesterben ungebremst weitergehen und die von bäuerlicher Arbeit geprägte Kulturlandschaft zu einer Steppe der Monokulturen degenerieren, dann fahren wir nur noch durch Maiswälder. Und es wird der unheilbringende Beitrag zum Klimawandel, der von der Intensivlandwirtschaft der Großen ausgeht, weiter ansteigen. Der Klimawandel, man darf es nicht oft genug betonen, der apokalyptisch den Fortbestand dieses unseres einzigen Planeten, in dessen Verantwortung wir alle stehen, bedroht, wenn dies auch von einigen Verschwörungstheoretikern und scheinbar ewig Unbelehrbaren in Frage gestellt wird. In diesem Zusammenhang erlauben Sie mir bitte ein herzliches Dankeschön, auch expressis verbis nochmal, und ein ganz großes Lob den vielen Schülerinnen und Schülern auszusprechen, die Woche für den Klimaschutz auf die Straße gehen und von denen heute auch viele bei uns sind. Lasst euch nicht bange machen von ausgerechnet jenen, die für die Erhaltung des Planeten am wenigsten getan haben und tun und euch stattdessen beschimpfen. Und übrigens, die versauen nicht nur das Klima, sondern auch noch das gesellschaftliche Klima. Macht weiter so, ihr gebt uns Hoffnung. Ihr seid unsere Hoffnung für diese blaue Perle, die durchs Weltall fliegt. Und eben diese Hoffnung sollen, nein, ich denke, die müssen wir auch pflegen. Hoffnung darauf. Und niemand hat das Recht, Menschen Hoffnung zu nehmen, dass wir unser konkretes Handeln im Alltag, aber auch die Politiker antreibend, dauerhaft die Bodenspekulation werden beenden können. Boden ist Lebensgrundlage, Überlebensgrundlage und kann und darf niemals Spekulationsobjekt sein. Hoffnung auch daraus, dass wir auf europäischer Ebene, auch durch immer werdenden Druck auf Kommission, Rat und Parlament in der gemeinsamen Agrarpolitik noch mehr vom Gießkannenprinzip wegkommen und Fördergelder vorrangig dort gezahlt werden, wo sie konkrete Verbesserungen für die Lebensräume, für die Umwelt bewirken. Wir wünschen uns, dass die 114 Euro, die
jede Bürgerin und jeder Bürger der Europäischen Union alljährlich für den EU-Agrarhaushalt zahlt. Das sind 58 Milliarden Euro im Jahr. Zielgenau kleine und mittlere bäuerliche Betriebe fördert, Lebensräume sichert, eingesetzt werden. Wenn wir das dramatische Höfesterben ebenso stoppen wollen wie das ständige Anwachsen der roten Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Wir müssen wegkommen vom Aberwitz der pauschalen Flächenprämien. Wir brauchen gezielte finanzielle Anreize, um eine verträgliche, regional angepasste Agrarstruktur und damit eine ökologisch angepasste Landbewirtschaftung fördern zu können. Hier müssen auf europäischer Ebene sowohl der Umweltministerrat, und zwar federführend, als auch der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments überall das Verhalten, was sich umweltrelevant auswirken wird, mitwirken können. Es geht dabei um Geld, viel Geld, um unser Steuergeld. Hoffnung schließlich auch darauf, dass Futterimporte reduziert werden und der Nährstoffüberschuss, der eine Hypothek für die Zukunft unseres Wassers und unserer Böden bedeutet, deutlich verringert wird. Hoffnung zudem darauf, dass diese Landesregierung endlich zur Vernunft kommt und der Weidehaltung klar das Primat einräumt, das ihr zusteht. Es ist ein Trauerspiel, wie sich die niedersächsische Landesregierung dazu verhält, ein den Bauern in den Rücken springen und eine Ignoranz gegenüber der Grünlanderhaltung. Und schließlich auch Hoffnung darauf, dass wir alle, Verbraucherinnen und Verbraucher, willens sind, faire Preise für gute Produkte zu zahlen und nicht dem letzten Cent nachzuhecheln. Und damit, liebe Freundinnen und Freunde, auch denen Achtung und Wertschätzung entgegenbringen, die unsere Nahrung sichern. Mit Spannung blicken wir nach dem erfolgreichen Volksbegehren in Bayern. Gespannt auf weitere Ergebnisse und Allianzen. Möge der bayerische Wind auch ein wenig nicht nach Niedersachsen wehen. So lasst uns am 26. Mai an die Wahlurnen gehen. Lasst uns klar und deutlich machen, ja, wir möchten, wir wollen Europa aus ganzem Herzen. Ein Europa jedoch jenseits großagrarischer Gleichmacherei und jenseits galoppierender Umweltzerstörung. Und lasst uns diesen Rundgang auch zu einer Dankeshandlung an all die machen, die in den kleinen und mittleren bäuerlichen Betrieben zu einer besseren Welt beitragen, im Schulterschluss und zu einer Mahnung, ja, Abrechnung mit denjenigen, deren vorgestrige Politik, die sie als scheinbar modern verkaufen wollen und die uns in den Abgrund führt, wir nicht mehr wollen. Gemeinsam können wir es erreichen. Vielen Dank.